Ich habe die Platte gekauft und habe die aufgelegt und bin schier umgefallen. Weil ich sowas hatte ich noch nie gehört, wie jemand so Gitarre spielen konnte. Was das Lernen an der Gitarre anbelangt, allerdings insofern viel Glück. Ich habe in Bremerhaven, bin in Bremerhaven schon sehr früh mit der linksgrünen Kultur in Kontakt gekommen. Schon auch so 84, 83, 84 als Jugendlicher gab es bei uns ein Kulturzentrum, auf das ich durch Zufall, durch eine Zeitungsannonce gestoßen bin. Die suchten damals Mitarbeiter in der Kneipengruppe. Und da bin ich dann hin. Und ich bin dann in dieses Kulturzentrum hineingewachsen und habe angefangen, über die Kneipengruppe dann da Veranstaltungen zu organisieren, bis ich dann 1993 Vorsitzender geworden bin und habe dieses Kulturzentrum ein paar Jahre geleitet. Das ist irgendwann, nach meiner Zeit ist es dann aufgelöst worden. Das gibt es also schon lange nicht mehr. Aber es war das größte Kulturzentrum in der Weser-Elbe-Region, mit über 300 Mitgliedern und 140 Veranstaltungen im Jahr. War also ein relativ, eine große Institution. Und da habe ich regelmäßig Jazzveranstaltungen organisiert und habe dadurch die Möglichkeit gehabt, viele Gitarristen einzuladen, mit denen ich dann nachmittags zusammengesessen habe. Und Philipp Katharin, Karl Ratzer, dann muss ich mal überlegen, Wolfgang Muthspiel war da. Also immer wieder Leute von Rang und Namen und Herb Ellis. Und die haben dann bei mir nachmittags entweder zu Hause gesessen oder im Kulturzentrum und wir haben gespielt. Und die haben mir natürlich sehr viel gezeigt und ich habe dann praktisch inspiriert durch diese Begegnungen Möglichkeiten gehabt, solche Sachen, die ich da gesehen habe, zu üben. Und dann kam noch eine sehr lustige Geschichte hinzu und die spielte sich Anfang der 90er ab. Da war ich Teilnehmer eines Jazz-Workshops in Fiktring bei Klagenfurt. Kenn ich. Und kennst du? Kenn ich. Und da, ein Jahr bevor dieser Workshop war, war ich in dem legendären Plattenladen Meki. Das war so das große, das Mekka der Jazz-Plattenkäufer in Österreich. Also es kam wirklich aus Österreich, ganz Österreich, Leute nach Klagenfurt, um in diesem Laden Jazzplatten zu kaufen. Und da sah ich eine Platte von Karl Ratzer. Happy Floating. Ich kannte Karl Ratzer überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, ob du die Platte kennst. Es ist so ein großes Schwarz-Weiß-Foto seines Kopfes auf dieser Platte. Und ich fand einen Titel auf der Rückseite, den ich kannte, nämlich Sweet Lorraine. Und das ist ein Titel von Nat King Cole. Und ich hörte damals schon Nat King Cole und habe gedacht, okay, also weiß ich ungefähr, in welche Richtung diese Musik geht. Und ich habe die Platte gekauft und mit nach Hause genommen, nach Deutschland, weil ich in Österreich keinen Plattenspieler hatte. Und habe die aufgelegt und bin schier umgefallen. Weil ich, sowas hatte ich noch nie gehört, wie jemand so Gitarre spielen konnte. Und ich bin sofort ein Riesenfan von Karl Ratzer geworden. Und ein Jahr später las ich, er unterrichtet in Fiktring. Und da habe ich gedacht, da meldest du dich jetzt an. So, und da bin ich eine Woche gewesen und der Karl war ein Wahnsinnsgitarrist, aber kein besonders ausgeprägter Pädagoge. Und der hat einfach ein bisschen gespielt für die Teilnehmer und für mich war es natürlich eine Offenbarung, aber für viele andere war es halt einfach nur Gespiele und die haben keinen Zugang gefunden. Und ich habe dann nach diesem einwöchigen Workshop den Organisatoren einen Brief geschrieben und habe geschrieben, so Leute, das ist ja alles nett und schön und so, aber so kann man es nicht machen. So geht's nicht, weil die Leute bezahlen viel Geld und haben eigentlich wenig Input bekommen. Und das muss man anders machen. Das ist nicht in Ordnung. Und habe mich eigentlich ein bisschen darüber beklagt, so wie das organisiert war. Und als Antwort bekam ich einen langen Brief zurück, der mit einer Einladung endete, nämlich mit der als Assistent für Karl Ratzer zu arbeiten und diese Mankos sozusagen zu organisieren. Also die Gruppen einzuteilen in Anfänger und Fortgeschrittene und so. Und das habe ich dann 3 Jahre gemacht in Fiktring. Und dadurch habe ich natürlich Karl sehr kennen und schätzen gelernt. Und habe ihn dann später auch in Wien besucht, habe länger bei ihm zu Hause gewohnt. Und wir haben da also eine ganz intensive, tolle Beziehung aufgebaut. Und von Karl habe ich dann musikalisch sehr, sehr viel gelernt.
Und eigentlich also wesentliche Dinge, die nicht nur mit Musik zu tun haben, sondern auch wie man auf die Bühne geht und wie man sich kleidet und solche Geschichten, wie man sich auf ein Programm vorbereitet und so. Das war eigentlich dann über ein paar Jahre so eine ganz, ganz große Inspiration für mich, diese Nähe zu ihm zu haben. Ich habe ihn jetzt leider ein paar Jahre nicht gesehen, aber ich bin mit meiner Frau und meinen Kindern vor ein paar Jahren nach Kirchberg am Wechsel gefahren. Und von meiner Kärntner Urlaubsresidenz aus. Und da hat er nämlich gespielt und da habe ich ihn nach vielen Jahren mal wieder gesehen. Und dann war ich kurze Zeit später nochmal im Porgy, da hat er im Duo mit Heinz von Hermann gespielt und da bin ich auch extra hingeflogen, um Karl nochmal spielen zu hören und so. Also es ist schon für mich ein sehr wichtiger Einfluss gewesen. Und natürlich die ganzen Gitarristen, die ich in Bremerhaven dann zu Konzerten eingeladen habe und die mir dann immer gesagt haben, hier, kennst du das, spiel mal das, spiel mal das. Und das habe ich dann geübt. Also ich hatte sehr viel Kontakt zu anderen Gitarristen. Ja, das ist natürlich schon wieder ganz ein interessanter Zugang, weil das haben wir jetzt nicht so viele. Ne? Also das ist Nein, natürlich nicht. wieder einer der diese Vielfalt der Zugänge zu Musik oder wie man etwas dazulernt. Und das ist natürlich ganz spannend. Weil du gesagt hast, vom Ratzakordl, das hat dich umgehaut. Du hast es so noch nie gehört oder du hast es so noch nie verstanden. Was war denn dieses Faszinosum des Gitarrenspiels vom Ratzakordl, was dich so gefesselt hat? Also die Melodik. Die Harmonik, die Melodik, also die Ideen, Linien über Akkorde zu spielen, die verbunden mit der unglaublichen Virtuosität, die er natürlich hat. Er hat hat ein paar, sag ich mal, Licks und Ideen, Phrasen drauf, die eigentlich nur spielbar sind, wenn man also über großes technisches Vermögen, technisches Handwerk verfügt. Und ja, dieser melodische Reichtum, das fand ich, das hatte ich vorher in der Form noch nicht gehört. Ich kam ja eigentlich vom Gypsy Jazz und eben Django Reinhardt, habe viele Jahre Django gehört. Es hat ziemlich gedauert, bis ich mich von Django zu den Gitarristen des Bebop wegbewegt habe eigentlich. Und der Gypsy Jazz lebt ja sehr stark von Arpeggi, also von Akkordbrechungen. Und nicht so sehr von harmonisch raffinierten Geschichten. Und das ist bei Karl natürlich komplett anders. Er hat also harmonisch total ausgefuchste Sachen gespielt, hat die Harmonien praktisch bis ins letzte Detail erkundet in seinen Läufen. Und das, wie gesagt, verbunden mit dieser Virtuosität, also das hat mich damals und fesselt mich heute noch, muss ich sagen. Es gibt ein paar Platten, die Karl aufgenommen hat, von denen behaupte ich, die sind absolute Meilensteine in der Geschichte des europäischen Jazz. Da, also wirklich, da führt nichts. Es führt eigentlich, wenn man sich mit Gitarre befasst, kommt man eigentlich nicht an ihm vorbei.